Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Vikings War of Clans. Black is beautiful, oder was meint ihr? So, ja, ihr habt jetzt ein paar Tage wieder nichts von mir gehört. Ich hoffe, es geht euch natürlich gut und heute geht es um den neuen Erfolg, dessen Name ich jetzt nochmal schnell nachgucken muss. So, da haben wir den Erfolg 3 zu 1. Wie der Name schon sagt, ihr müsst drei Dinge erledigen, um diesen Erfolg zu erhalten. Welche drei Dinge es sind, viele wissen das anscheinend schon. Auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Bo, der mir das als erstes verraten hat. Er hat das vom Midnight herausgefunden. Und ja, vielen, vielen Dank dafür erstmal und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle anderen, die mir das jetzt die letzten zwei Tage geschrieben haben. Ich habe echt, ich gucke hier gerade zeitgleich im Spiel, so viele Nachrichten bekommen. Da will ich jetzt keine Namen nennen, ohne oder durch die Angst, dass ich jemanden vergessen könnte. Deswegen an alle einfach vielen, vielen Dank, dass ihr auch an mich gedacht habt. So, was müsst ihr dafür machen? Es ist sehr, sehr einfach eigentlich. Für Level 1, 3 zu 1, müsst ihr 10 Millionen Gold ausgeben. Ihr müsst 10 Millionen Seelensplitter ausgeben. Für Forschung, Bauen oder was auch immer. Und ihr müsst 100.000 Runenmünzen ausgeben. Eigentlich sehr leicht gemacht. Ich habe das jetzt eben auch gemacht. Ich habe über 40 Millionen Gold jetzt ausgegeben für eine Forschung. Weil ich ja schon bei der letzten bin, sind die da ein bisschen teurer. Ich habe die 10 Millionen Seelensplitter ausgegeben, indem ich zwei Forschungen einfach gelevelt habe. Ich habe 100.000 Runenmünzen ausgegeben und habe mir, glaube ich, ein paar 7-Tage-Booster geholt. Und dann sollte jetzt ja bald der Erfolg kommen. Für Level 2 wurde auch schon gepostet, was dafür gemacht werden muss. Dafür müsst ihr 30 Millionen Gold ausgeben, 30 Millionen Seelensplitter und 300.000 Runenmünzen. Deswegen, bei dieser Konstellation würde ich einfach mal vermuten, für Level 3 steigt es sich immer um die Zahl 2. Sprich 50 Millionen Gold und Seelensplitter, 500.000 Runen. Für Level 4 kann ich mir dann gut vorstellen, 70 Millionen Gold und Seelensplitter mit 700.000 Runenmünzen. Also immer in dieser Konstellation. Wenn ihr vielleicht andere Zahlen habt, könnt ihr das ja gerne hier unter diesem Kommentar posten. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch schon mal viel, viel Spaß mit dem Erfolg. Ich zeige ihn euch einmal ganz kurz. Dafür gehen wir in die Live-Szene. So, der liebe Fiend hat ihn. Da gucke ich deswegen auch schon mal. So, Anzahl der Krieger im Training plus 10%. Lazarettkapazität und Anzahl der Krieger auf Marsch jeweils plus 10%. Ich glaube, für Level 2 sind die anderen beiden auch 10 und Anzahl der Krieger im Training nur 5%, oder? Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass alle drei Attribute am Ende auf Level 8 bei 100% liegen. Kann ich mir sehr gut vorstellen bei dem. Mal gucken, lassen wir uns mal überraschen, ne? Auf jeden Fall viel Spaß dabei, den Erfolg zu sammeln und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen.